Die Adventszeit hat so schöne Lieder. Lieder, die Kinder schon gerne singen und Lieder, die einfach verbunden sind mit dieser wunderschönen Zeit. Die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten. Wir sagen euch an, den lieben Advent gehört sicherlich zu den beliebtesten Liedern, die im Advent gesungen werden. Vornehmlich sicherlich von Kindern. Aber Kinder, die dieses Lied gesungen haben und die es im Kindergarten und in der Grundschule, im Kindergottesdienst oder an anderen Stellen gesungen haben, die kennen das auch noch als Erwachsene. So habe ich es manchmal erlebt, dass auch bei Adventsfeiern mit Erwachsenen dieses Lied gesungen wird. Wir sagen euch an den lieben Advent. Seht, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn die Wege bereit. Freut euch, ihr Christen. Freut euch sehr. Schon ist nahe der Herr. Wir sind die, die diesen Advent ansagen. Wir, die wir darauf hoffen, dass Jesus wiederkommt. Wir, die wir hoffen, dass Jesus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, uns Menschen nicht vergessen hat. Wir sind die Künder dieser frohen Botschaft. Es lohnt sich, Christ zu sein. Es lohnt sich, auf Jesus zu warten. Er teilt unser Leben. Dem Herrn die Wege bereiten. Wie kann das aussehen? Sicherlich nimmt der ein oder andere sich etwas vor für diese Adventszeit, etwas ruhiger zu sein, nicht nur einzukaufen und hektisch zu werden. Zugegeben, das nehme ich mir jedes Jahr vor, und zugegeben, es klappt nicht immer. Aber so kleine Momente, sich Zeit zu nehmen, an Jesus zu denken, einen kleinen Text aus der Bibel zu lesen, vielleicht das Sonntagsevangelium, einen Anruf zu machen, der lange aufgeschoben war, zu überlegen, wem schreibe ich eine Weihnachtskarte, nicht in der Masse, sondern vielleicht zwei, drei Menschen, die sonst keine bekommen würden. Das könnte so etwas sein. Der Kehrvers, der an allen vier Adventssonntagen gesungen wird, ist wunderbar. Freut euch, ihr Christen. Freut euch sehr. Schon ist nahe der Herr. Nicht nur Weihnachten rückt näher, sondern Jesus ist nah in unserem Leben. Ich wünsche Ihnen allen, euch allen, einen wunderbaren ersten Advent.